So, dann können wir durchs Portal hier, ne? War ich schon ewig nicht mehr in der Exo da. Ey, das muss ja 2010 gewesen sein oder so. Ich weiß nicht. Ja. Also wirklich ewig. Ich glaube, einmal waren wir da zusammen. Ich bin allein hier, das ist Szenario. Ach so. Die Halle des Lichts wird unsere letzte Verteidigungslinie. Schafft ihr es dorthin, findet ihr Zuflucht. Für wie lange bleibt ihr doch abzuwarten? Ich bin außer Reichweite. Habt ihr unsere Ankunft gesehen? Ich bin eine Nachricht von dir. Diese 102er normalen Mobs sind aber ganz schön heftig. Leute, EP für so lange Kampf, ey. Und ich hätte nicht mal mit den kämpfen müssen. Das ist das Geilste. Oh, muss man da rein, oder? Ich glaube ja. Ja, musst du rein. Scheiße. So schräg, das jetzt alles mal wieder zu sehen hier. Obwohl es doch wie anders aussieht mittlerweile. Hier sind alle tot. Das kann ich nicht angreifen. Ach, hier kann man jetzt auch reiten. Ach so. So. Rakish. Sein Name bedeutet Schlechter auf Eredun. Ach. Gil'jaeden schickt nicht zufällig einen Eredar zur Vernichtung meines Volkes. Der Betrüger ergötzt sich an seinen kreativen Strafen für jene, die ihm trotzen. Tja, muss man wohl runter hier nehmen, mal. Ja, ganz unten. Wie so ein Portal. Da kommt mehr raus. Ja, du musst zu der Halle des Lichts. Auf der Karte. Wo? Also einfach geradeaus. Was ist das denn? Na. Ach ja, rein in das Ding. Ah, es sieht aber cool aus, wie die so dematerialisiert werden, so, ne? In der Kuppel da. Ja, das ist ja wie in dem Film, in die eine Blase. Euch hat das Schicksal gesandt, Champion. Kein Zweifel. Ich spüre, eure Mission ist von großer Dringlichkeit. Doch wenn wir diese Invasoren nicht zurückdrängen, werden wir alle fallen. Die Ach, Scheiße. Ehre, die mein Volk beschützt. Fordert all meine Energie und Konzentration. Alter! Ich fürchte, ihr müsst die dämonenverseuchten Hallen allein betreten. Bitte sucht nach Überlebenden und zerstört die Invasionsportale der Legion in der Exodar. Die Zeit drängt. Ich weiß nicht, wie lange ich die Barriere aufrechterhalten kann. Lina. Zerschmettert die Barriere mit eurem bloßen Körper. Muss man jetzt rein hier, raus wieder, oder was? Ja, jetzt musst du rausgehen, siehst du die Punkte? Ja. Da, dahin musst du. Oh, hier ein Portal zu machen, ja. Oh, mich greifen aber viele an von denen. Ist heftig. Obwohl es geht eigentlich. Ich muss näher ran.
Umgeht, Süße. Und wir haben hier Lektas oder was auch immer. Mit Types hier am besten. Oh, shit, shit, shit. Das Portal. Zu weit entfernt. Ich muss nicht. Weil die kommen ständig. Oh, jetzt bin ich tot. Scheiße. Ja, ich bin auch gleich weg. Uiuiui. Ich weiß nicht, wie sie betäuben kann, hab ich vergessen. Mit Chaos Nova. Ich muss näher ran. Scheiße. Ich bin gleich weg. Nee, ich schaff das nicht, ich bin tot. Ich war auch tot, ja. Kacke, Mann. Ah, stimmt, das Futter. Komm, Prophet. Erstmal was. Ach ja, Chaos Nova, stimmt, ja. Mhm. Hat die aber schon verbraucht. Shit. Fuck, man. Ich komme nicht dazu, die Jahre hat nicht ausgereicht, die Betäubung. Na, musst du direkt, also die. Es geht, es ist machbar. Das ist noch nicht so. Scheiße, Alter. Jetzt habe ich ja wieder voll lange Abkämpfzeit da. Scheiße, wie komme ich jetzt da? So, eins zu. Muss man eigentlich die ganze Exo da ablatschen, oder? Ja, wegen diesen Bürger noch. Scheiße. Also ich konnte mich jetzt einmal retten, weil ich angegriffen wurde, aber zurück in diese Kuppel bin. Okay, noch eins zu. Scheiße. Ecke. Ja, wenn man schon 10 Jahre nicht mehr drin war, so eine Art hier, wo geht's lang? Mhm. Ich laufe einfach den ganzen Scheiß ab. Hier kann man hier reichen. Das ist zu weit entfernt.
Ich stehe direkt neben dem, also. Aus der Einrichtung kommen ganz viele, ey. Erwartet ein Schicksal schlimmer als der Tod, kleiner Dreherei. Irgendwo ist ein Bürger. Scheiße, Mann. Ach, Scheiße. Bitte? Nee, ich werde dich angegriffen, Mister. Ich habe jetzt gerade einen richtig guten Weg genommen, da nehme ich aber alle mit. Oh, ich werde angegriffen. Scheiße, scheiße, scheiße. Alter, wie die nicht verrecken wollen, ne? Hm. Nee, einer dieser Naru hier hat mich geheilt. Bald ist Fütterungszeit, meine Kleinen. Der hat eine richtig angenehme Stimme. Ich glaube, man kann in diese Kreise gehen und dann wird man geheilt, oder? Ja? Weiß ich nicht. Meine war gerade weg, aber ich kommt mir so vor. Ich weiß auch nicht. Ich habe das immer abgewichen, weil ich dachte, das macht Schaden. Oben. Okay. Da komm ich doch hoch. Aber hier ist ein Portal, es wird. Nehmt euch Zeit, genießt diesen Happen, meine Kleine. Der Typ ist ja früh Sex. Ja, ne? Die Exodus ist nicht so klein, wie man annimmt.
Nee. Oh Gott, da sind so viele, da gehe ich nicht hin. Das ist ein Rahmob. Echt? Das ist ein Rahmob, ja. Der stranguliert gerade einen von den Bürgern hier und davor sind aber noch Unmengen anderer Viecher. Das ist zu weit entfernt. Die brauchen noch drei. Ah, hier ist nur eine. Zwei und ein Portal. Also in den Gängen war, sind wohl die meisten bei mir. So, der letzte Bürger. Dank euch sind die meisten meines Volkes sicher zu. Aber ein Portal brauche ich noch. Es ist an der Zeit, euch den restlichen Teufelsportalen zu widmen. Okay, ein Portal ist in der Nähe von diesem Rahmen, ob echt jetzt. Nahrung für die Flammen. Scheiße, das ist ja oben. Oh mein Gott. Fuck. Oh, okay, dann mach ich das nicht mehr. Linus, der Champion hat den Übergriff abgewehrt. Nun wird es Zeit, mit den Auserwählten die restliche dämonische Verderbnis in unseren Hallen auszurotten und die Exodar wieder für unser Volk zu sich. Zurück zum Prophet, der wurde. Ach du Kacke. Wieder in dieser Kuppel. Ja, das wird ein weiter Weg für. Euch erwartet ein Schicksal. Schlimmer als der Tod, kleiner Dränei. Oh ja. Er hat mal Bach bekommen hier. Ich fürchte, wir haben nur einen Moment. Rakish ist noch hier, irgendwo. Er muss gestoppt werden, wenn mein Volk wieder Frieden finden soll. Ich weiß, ihr seid weit gereist, um mich zu finden. Und bringt bittere Kunde mit. In eurem Besitz befindet sich ein Gegenstand von großer Wichtigkeit. Kann ich ihn sehen? Nicht alle, die umherwandern, haben sich verirrt. Mutter, es tut mir leid. Ich wusste nicht. Champion, wir müssen aufbrechen. Jetzt! Erklärungen folgen auf dem Weg. Sagt mir, wenn ihr bereit seid. Aber bitte, beeilt euch. Ja, bin bereit, ja. Bin mir schon so hetzt. Was ihr mir da gebracht habt, nennt sich Herz des Lichts. Es ist der Kern aller Empfindung des höchsten Naru, Xera. Sicher eingeschlossen in diesem Kern liegt Weisheit, Wissen. Unschätzbar in unserem Kampf gegen die Legion. Und doch, nur ein Abkömmling von Xera ist fähig, den Kern zu öffnen.
Darum wurdet ihr geschickt, Champion. Der letzte aus Xeras Linie, Oros, weilt ungeschützt im Herzen der Exodar. Zerstören sie Oros, sind die Informationen im Herzen des Lichts für immer verloren. Für einen Propheten sind eure Vorhersagen recht armselig. Scheiße. Ha, wenn man darauf einschlägt, verflucht sei er. Gott, der ist ein bisschen zu schnell. Ich führe uns zum Herbststück dieses Gefährts. Ich werde das bleibt in meiner Schutzbarriere. Bleibt in meiner Schutzbarriere. Und rast weg. Also ich komme hinterher, aber ich reite auch vielleicht die Zahn. Der macht dann irgendwann diese Schutzbarriere auch so eine Kuppel, damit man runterkommt. Alter, ist das ein scheiß Weg hier. Wir haben es rechtzeitig geschafft. Bei der glorreichen Gnade des Lichts. Ich werde Oros heilen. Dann wenden wir uns Rakish zu. Oh ja, okay. Ihr habt gespielt, Rakish. Oros ist erneuert. Und jetzt werdet ihr euch für eure Gräueltaten verantworten. Oh, Gräueltaten ist falsch geschrieben, glaube ich. Es scheint. Es kommt ja von. Nee, hier ist ein Schreibfehler. Gräueltaten mit EU, aber es wird mit RU geschrieben. Kommt ja von Grauen. Aha. Urteil des Lichts überantworte, muss ich noch eine letzte Sache erledigen. Sterbt. Oh fuck, was ist das denn für ein Riesenroboter? Kann man wahrhaft siegen, ohne je besiegt zu sein? Kommt, stürzt, sterbt. Bezwingt Hochgeneral. Ja, komm raus, Junge. Ich bin tot. Oh Gott. Oh Scheiße, echt jetzt? Fuck, ey. Aber die beleben einen. Ja. Ja, wie soll ich denn jetzt angreifen? Der kommt nicht runter hier, der Penner. Nee. Hm? Ja, du musst schon ein bisschen rausgehen irgendwie, dann kommt der raus. Okay, jetzt kommt er raus. Ah, die kämpfen mit. Ja, du musst ihn halt irgendwie rauslocken und dann geht das. Mach doch Agro, Leute. Nee, die machen kein Agro. Ach, ich werd geheilt. Nee, ich werd nicht geheilt. Alter, der prügelt mich immer in die Wand hier. Ey, wo haut der ab, Alter? Geht der nach oben? Yeah.
Vieh. Der ist abgehauen. Nee, der geht oben nach oben, du musst rein da. Ja? Ah, schöne roten Effekte wieder mal. Stirb, Mann. Ich hab ihn. Muss ich euch aufhalten? Ihr habt mich gefragt, ob ich das vorhersah. Prophet Velen hat die Instanzgruppe verlassen. Ich habe es gesehen. Doch bis zu diesem Moment habe ich es nicht verstanden. Zu einer Zeit, die jetzt nur noch der Hauch einer Erinnerung ist, hatte ich einen Sohn. Am Tag seiner Geburt. Prophet Villen hat die Instanzgruppe verlassen. Dieser Vision hielt ich weinend einen sterbenden Ehre da in meinen Armen. Sein Körper war von Wunden und Teufelsmagie entstellt. So wie ihr nun. Doch ich begrub diese Vision in den Tiefen meines Herzens, nachdem Kirjeden mir meine Familie nahm. Für Äonen blieb sie dort verschlossen. Endlich verstehe ich es. Jetzt, wo ich euch in meinen Armen halte. Hier gibt es nichts mehr für euch. Nehmt das Herz des Lichts und kehrt zu Khadgar zurück. Sagt ihm, das Licht ist hier und heute erloschen. Lebt wohl. Okay. Wie kommen wir jetzt raus hier? Der redet aber viel, ne? Hm.